ass and turn up the ow. Hallo und herzlich willkommen, liebe MMA ohne Maske Soldaten, bei der nächsten Folge Cage Talk mit Jakob und Julian. Die Folge Nummer 68 am Start. Wir beiden sind am Start. Bevor wir loslegen, Julian, schon mal traditionell, wie sich auch gehört, wie geht's dir? Du hast schönes Trikot. Übrigens, wir haben uns nicht abgesprochen. Dieses T-Shirt, ne, dieses Trikot von Octagon, wir sind richtige Fanboys, habe ich einfach random, ich war jetzt bei mir zu Hause nach, sag ich mal, so nach 2 Monaten, ne, also in meiner Wohnung, mache ich den Schrank auf, ach, Octagon, okay, komm mal, ich nehme mal mit. Und heute ziehe ich mir das an, du hast das gleiche T-Shirt an, richtig heftig, Alter. Ey, das war wirklich, also wirklich Zufall, ich habe auch geguckt, ich wollte so auch so ein Octagon-T-Shirt, ich habe so gesehen, ah komm, das ziehe ich an, ich komme so in diesen Call rein, einfach, wir haben es selber an, ja, schon witzig eigentlich, aber nichtsdestotrotz, ey, mir geht's gut. Wetter ist grausam warm, also richtig so schwül, so. Man ist irgendwie richtig nur am Schwitzen. Schwül, nichtsdestotrotz, wir haben gute Laune, denn wir haben wieder Octagon Fight Week. Ich freue mich unfassbar, wieder in der ersten Reihe VIP zu sitzen und ein paar Storys zu machen. Nichtsdestotrotz. Nein, kleiner Spaß natürlich, nein. Ich freue mich wirklich auf Octagon, wieder in Oberhausen. Bei Oberhausen hat man immer gute Erinnerungen für alle, die mal da waren und yes. So. Also holt euch da unbedingt auch noch Tickets, ja, mal unbezahlte Werbung. Und ja, ich würde sagen, wir sprechen auch einfach schon mal über die Fightcard. Ne? Wir haben einiges jetzt am Wochenende. Ja, also wir haben UFC, FCR in Schweden und so weiter und so fort. Aber ja, was sollst du sagen? Nee, also okay, das FCR und so, diese ganze Geschichte ist ja keine deutsche MMA-Szene, aber sprechen wir darüber, weil da einer quasi aus Deutschland kämpft. Und dann sprechen wir nochmal über GMC 39, die sind auch am Start, ja. Dieses Wochenende ziemlich unglücklich, am gleichen Tag zu veranstalten wie Octagon, aber es ist halt so, wie es ist. Und was ich aber sagen wollte, okay, lass mal mit Octagon starten, auf jeden Fall, denn wir haben so öfters Gespräche in unserer Gruppe geführt, ne? Wir haben da so, sag ich mal, eine gute Mische von Jungs, die halt verschiedene Ansichten haben. Und es gibt auch jede Menge Menschen, nicht nur bei uns in Gruppe, sondern auch überall in Social Media, die sagen, ja, Oberhausen verkauft sich nicht gut, es sind vielleicht 5.000 oder 6.000 Tickets nur noch bis jetzt verkauft, was natürlich auch stimmt, ne? Aber ich sehe da trotzdem sehr viele positive Punkte, ne? Zum Ersten muss man sagen, vor 2-3 Jahren hat man kaum Veranstaltungen in Deutschland gehabt, was MMA angeht, wo 5.000 bis 6.000 Zuschauer waren. So, ja. Nächster Punkt ist, natürlich haben wir jetzt Stadion, ne, 12.10., das ist in knapp, ich glaube in 6 oder 7 Wochen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Das ist auch natürlich, was viele Ticketsverkäufe mitnimmt. Ne? Viele ziehen nach Frankfurt, weil das ist was Großartiges, jeder möchte dabei sein. Vielleicht wird sich die Geschichte nie wiederholen, dass man so viele Tickets verkauft für ein MMA-Event, weil wir haben ein absolutes Kampf des Jahrhunderts in Deutschland, Jungwirth versus Eckelin. Und zum Dritten muss ich sagen, ey, es ist cool, Octagon 60, dass es eine runde Ausgabe von Octagon in Deutschland gibt, gerade in Oberhausen. Und man muss sagen, ey, es ist doch geil, dass es gibt. Auch wenn weniger Tickets verkauft worden sind, trotzdem ist es Bombe von Octagon, weil die veranstalten halt regelmäßig in Deutschland. Macht ja kaum jemand noch, außer Wheel of MMA in Deutschland, wenn man ehrlich ist. Ne? Und die Jungs brauchen Kämpfe. Was sollen die denn machen? Da gibt es jede Menge Jungs bei Octagon unter Vertrag, die brauchen Kämpfe. Und aus dieser Hinsicht sollte man das auch ein bisschen vielleicht betrachten, denke ich mal, zum Schutz von Octagon. Und ja, das war's. Das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Möchtest du es ergänzen? Ah, du hast, glaube ich, das Wichtigste gesagt. Wir sollten eigentlich auch mal so froh sein. Ich glaube, vor ein paar Jahren hätte man sich nicht gedacht, dass einfach 5.000, 6.000 Leute in eine Halle kommen. Auch wenn das jetzt natürlich nicht ausverkauft ist, aber wie du schon gesagt hast, wir haben ein paar Wochen das Stadion-Event, das große, und es ist völlig fein, so auch 5.000, 6.000 Leute können Stimmung machen und das ist auch schön, also sollten wir uns, glaube ich, darauf freuen. Und wie gesagt, wer noch kein Ticket hat, holt euch ja da ein Ticket, wenn ihr in der Nähe seid oder so. Ich glaube, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Die Fightcard ist brutal. Ja. Also die Fightcard ist brutal. Na gut. Kurz auch ein paar Absagen, aber die ist brutal. Ja, ich würde sagen, wir starten mit der Fightcard mal bei den Prelims. Und zwar, das ist schon so, eigentlich, ich bin wirklich gespannt, weil es ist das Finale
von Projekt Y zwischen Haifa Rezo und Laura Kirzel. Die haben sich durchgesetzt von, ich glaube, mehreren hunderten Frauen, die sich da beworben haben bei Projekt Y. Und das Ganze gipfelt jetzt praktisch im Finale in Oberhausen, Laura gegen Haifa. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, weil man die beiden ein bisschen verfolgt. So, ich finde, beide haben so ein bisschen zwei verschiedene Lebensstile. So, ich finde Haifa, finde ich, so auch Auch von der dieser Lebensgeschichten Diszi wahrscheinlich. ja, von der Disziplin nochmal so sehr, sehr krass. Ich glaube, die kommt ja sogar so vom, ich weiß gar nicht, war das Bodybuilding sogar? Ich weiß gar nicht genau. Ich bin nicht mehr genau sicher. Auf jeden Fall so mit viel Gewichten und allem drum dran, die jetzt sogar extrem abgenommen hat, um überhaupt dieses So Gewicht ein zu schaffen. Powerlift oder so, glaube ich. Genau, ja, genau. Die sich, finde ich, die extrem in Shape aussieht auf jeden Fall für den Kampf. Dann haben wir Laura, die so ein bisschen das, sag ich mal, ruhigere Leben führt, aber auch, also die in ihrem ersten Kampf gezeigt hat, dass sie auf jeden Fall sehr, sehr stark am Boden ist, dass sie nicht geschlafen hat auf jeden Fall. Und ich glaube, wir sehen beide jetzt nochmal extrem stärker und nochmal viel runder im Gesamtpaket im Finale. Was denkst du, wer macht das Ding? Du, es ist sehr schwer zu sagen, weil, wie du schon mal gesagt hast, du, ich hoffe mal, die, wie soll ich sagen, das sind keine professionelle Kämpfer, auch wenn die vielleicht jetzt aktuell wie Profis trainieren, ne? Man sieht auch von Haifa die Videos bei Octagon oder wenn man ihre Insta-Stories verfolgt, dass sie einfach alles dafür opfert. Ich glaube, die arbeitet auch sogar irgendwo im Café oder so, ne? Also das feiere ich voll, weil ich selber aus Gastronomie komme und kenne den Struggle tatsächlich. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich da ein paar Stories gesehen. Wer das gewinnt, schwer zu sagen. Also das ist, wenn ich Da kann man nur nach Sympathie gehen und ich finde die Haifa Rezo schon sehr sympathisch, auch wenn sie sich gibt und diese, ihre Lebensgeschichte und dass sie halt danach strebt, sich quasi in jedem, sage ich mal, diesen Aspekt vom Kampf zu verbessern und was sie auch alles dafür tut. Von Laura kriege ich nicht so viel mit. Ich würde sagen Haifa, einfach sympathietechnisch. Yes, denn wir werden wieder so ein kleines Tippspiel machen. Deswegen geht auf jeden Fall auf Insta rüber, weil wir werden da auf jeden Fall bestimmt, ich mache da wieder einen Post, wir werden es wieder machen. Ich gehe da auf jeden Fall, ich gehe da, glaube ich, ich glaube, ich gehe wieder leicht, ich gehe, glaube ich, leicht mit Laura. Ich fand sie vor allem im ersten Kampf sehr, sehr überzeugend. Ich glaube, es könnte echt ein guter Kampf werden, wenn ich ehrlich bin, weil beide haben mich eigentlich überzeugt. Beide haben extrem hart trainiert. Ja, man, weißt du, was ich nochmal dazu sagen wollte, ist, wenn man sich die Fightcard einfach anschaut, die kommen gleich dazu. Das sind locker 6 Kämpfe aus meiner Hinsicht, die bin ich mir ziemlich sicher, dass die vorzeitig gefinisht werden. Ne? Also da werden jede Menge Finishes sein. KO, TKO, ich glaube so locker 7 Stück. Also das vielleicht auch, aber wenn wir jetzt über die weiteren Kämpfe sprechen, es gibt kaum Kämpfe, wenn ich mir das so anschaue, wo ich sagen würde, ey, der Kampf wird sicher 3 Runden dauern. Ja. Na gut, machen wir weiter. Ich weiß gar nicht, wir wissen jetzt noch nicht genau die Reihenfolge, weil viele neue Kämpfer dazugekommen sind, aber wir machen jetzt einfach mal weiter mit Soran Solaya gegen Marek Bartel. Soran Solaya nach mehreren Jahren, harten Jahren, Gefängnis und allem drum und dran, kehrt Soran jetzt zurück gegen Marek Bartel. Einen absoluten Killer, kann man eigentlich schon sagen, aus Tschechien. Also ich glaube, der geht auch in den Kampf rein mit der Mentalität, einfach in der ersten Runde alles zu finishen oder gefinisht zu werden. Und Soran Solaya, ich bin wirklich gespannt. So, ich weiß nicht, was uns erwartet, aber ich sehe, er sieht unfassbar fit aus. Und was man so sieht, viele, also vor allem UFD-Gym-Leute, so, das sieht schon alles sehr, sehr überzeugend aus. Ich bin gespannt, das könnte. Ich weiß nicht, wie ich diesen Kampf einschätzen soll, wenn ich ehrlich bin, ja? Ja, sehr schwer zu sagen. Auf jeden Fall. Du hast gesagt, wegen Marek Bartel, ja, der ist Tscheche, aber der lebt schon fast das ganze Leben in Slowakei, so gefühlt, ne? Das ist nur so eine Sache für mich, ne? Bisschen Ego. Er ist mehr Slowakei als Tscheche, einfach nur so, um zu sagen. Aber du hast ja recht, also, das ist schon mal der erste Kampf, wo ich denke, das wird vorzeitig enden. Soran haben wir, also ich habe den tatsächlich noch nicht wirklich in Kampf gesehen. Ich habe nur gesehen, dass er bei dieser Reality-Show jetzt bei der russischen Veranstaltungsreihe hart
Hardcore MMA, Hardcore FC MMA, glaube ich, mitgemacht hat, ne? Da wo der Daniel Schwind auch war. Tatsächlich weiß ich noch nicht, wie weit ist der gekommen oder wissen wir nicht, wie weit er gekommen ist. Ersten Kampf hat er verloren direkt. Hat er? Also okay, dann das ist mir entgangen. Bin echt gespannt. Marek Bartl ist einfach super erfahrener Typ, ne? Also er hat schon 25, 24 Kämpfe auf seinem Konto, hat alle möglichen Leute aus Tschechoslowakei gekämpft, er hat jede Herausforderung angenommen, aber ich glaube, es wird ziemlich ausgeglichener Kampf. Also auch wenn es Solaja nur 2-0 steht, ich glaube, der kommt einfach zu Octagon, um zu zeigen, dass er attraktive Kämpfe machen kann. Und ja, ich bin einfach gespannt. Ich weiß nicht, was ich von Soran erwarten kann. Marek Bartl hat in einem Interview gesagt, so nach dem Motto, ja, also er möchte in Stand-up bleiben. Ne? Ich komme mit ihm in Stand-up, da wird ein paar Fäuste schmecken und das wird ihm nicht schmecken. Dann versuchen wir auf dem Boden, da auf dem Boden werde ich ihm schon einfach finishen, weil ich weiß, was ich da zu tun habe. So nach dem Motto, er ist erfahrener als der Solaja. Ja, wir brauchen trotzdem noch einen Tipp von dir. Und was hast du gesagt, wer gewinnt? Ja, also ich sage, Solaja macht das. Und was sagst du? Ich sage, Bartl macht das, weil ich von Soran Solaja tatsächlich noch nicht viel gesehen habe. Aber es muss nichts heißen. Also ich bin trotzdem sehr, sehr, sehr gespannt. Ich gehe nur einfach danach, was ich gesehen habe. Ich habe von Marek Bartl schon sehr, sehr viele Kämpfe gesehen. Ne? Mhm. Der hat auch gegen Kevin Hangst in München Octagon 39 gekämpft. Sehr gute Leistung gezeigt. Zuletzt verloren gegen Odunjo. Aber ja, also ich gehe einfach nur mit Erfahrung. Diesmal. Na gut, dann machen wir aber weiter mit... Können wir uns einigen, dass es vorzeitig gefinisht wird? Diesen Kampf. Ja. Das mussten wir eigentlich auch machen dabei. Bei dem Event. Ja. Mal sehen, ich bin gespannt. Na gut, machen wir weiter mit Romek gegen Emil Can Al. Ein Kampf. Ich freue mich, Emil wieder zu sehen. Nach der kleinen Auszeit, obwohl man kann es nicht sagen Auszeit eigentlich, so lange ist es noch nicht her, als er sein Pro-Debüt gegeben hat. Gegen Romek. Romek wurde zuletzt, glaube ich, gefinished von Amari Dietrich, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Bin ich richtig? Ja, korrekt. Ja. Und ich denke, Romek wird auch nicht die Fäuste von Emir eigentlich schlucken können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also Romek ist wahrscheinlich viel, viel erfahrener, aber ich denke, Emir wird auch kurz einen Prozess machen, wenn ich ehrlich bin. Was sagst du? Muss der auch tatsächlich, glaube ich, weil das ist wieder der Kampf, da kann ich mir nicht vorstellen, dass es länger als eine Runde geht. Ne? Obwohl, muss ich sagen, würde ich wirklich Emir Alcan gerne auch in zweite Runde sehen. Er sieht brutal aus, also wenn man sich die Fotos anschaut bei ihm Instagram, alter Schwede, das ist ein absoluter Monster. Der hat auch einen Fulltime-Job, ich weiß nicht ganz genau, wo der arbeitet. Hat er das nicht bei dir im Interview gesagt? Ja, ich sehe mal Stories. Ich glaube, der ist so Sicherheits... Dienst, irgendwie auf irgendwas auf Baustelle, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht genau, was er macht, aber ja, irgendwas so in diesem Baustellenbereich, glaube ich, irgendwie so. Für mich sieht das so eher nach so einer Produktion irgendwo, können wir mir vorstellen, so ein Mercedes-Benz-Werk oder so, sowas ähnliches. Also nur von den Stories, was man so sieht und mein Schwiegervater arbeitet in dieser Branche, also das ist ein ultra hartes Job. Ne? Aber zurück zum Thema, Daniel Romek schläft einfach ganz am Anfang. Also wirklich, er ist einer, der braucht, bis der in Kampf kommt. Er kommt ja aus Thai-Boxen und da ist es ja meistens, ne, am Anfang nur einfach mal abwarten, was da passiert. Und ich glaube, sobald er sich da ein, zwei Schläge, so richtige, heftige Haken von Emir anfängt, dann war es das. Ne? Also da würde ich tatsächlich mit Emir gehen und sogar sagen, wirklich so erste Runde mit K.O. Ja, dann sind wir uns auf jeden Fall einig und schieben mal einen Kampf dazwischen, und zwar zwischen Hassan Shaban und Kevin Enns. Auf den Kampf freue ich mich unfassbar, 3-1 gegen 3-1. Es hat mich so gefreut für Kevin, dass er die Chance hat, bei Octagon zu kämpfen. Wie gesagt, also checkt auch gerne mal das Interview aus, das ist schon ein bisschen länger her, vor seinem letzten Kampf.
Aber ich glaube, alle, die Kevin kennen, ich glaube, für ihn geht auch so ein kleiner Traum in Erfüllung. Hat jetzt mehr oder weniger so ein bisschen sein Team umgeändert mit David Roshanian so im Rücken als Trainer. Und ich freue mich unfassbar auf den Kampf. Also, vielleicht für alle, die nicht wissen, beide haben schon mal gegeneinander gekämpft als Amateur. Damals hat Shaban gewonnen. Aber ich sag mal so, was als Amateur passiert ist, heißt, muss nicht heißen, dass es genauso als Pro endet. Weil, also vor allen Dingen Kevin ist, glaube ich, nochmal ein ganzes Stück gereift einfach zu damals. Und, also klar, der Kampf wird im Weltergewicht stattfinden, eine Gewichtsklasse drüber wegen Short Notice. Aber nichtsdestotrotz, ich verspreche mir ein richtiges Feuerwerk, wenn ich ehrlich bin. Und vielleicht, ich sehe es vielleicht knapp für Hassan Shaban vorne. Aber ich glaube, wenn Kevin schlau kämpft, kann er das Ding machen, ja. Ja, definitiv, aber da musst du erstmal durch die Hände von Schaban kommen. Und ich glaube, der Hassan war auch tatsächlich irgendwie in Vorbereitung. Also man hat ihn immer im Training gesehen. Vermute ich mal, dass Kevin auch, nur der Kevin postet das, glaube ich, nicht so oft, irgendwie bei Insta oder so. Aber den Hassan haben wir immer gesehen, OFD-Gym, ne, ist da halt ständig am Trainieren. War auch, glaube ich, bei MMA Spirit, hat er mit den Jungs auch gute Runden, glaube ich, gemacht. Und ey, schweres Ding, ne? Kevin super sympathisch, kennen wir uns persönlich. Mit beiden kennen wir uns persönlich. Ich würde sagen, das ist so ein Kampf, zwei Kampfstile, ne? Also wo Kevin eher so ein Bodenkämpfer ist, würde ich mal sagen und behaupten, ist der Hassan Shaban eher so ein Stand-up-Fighter, ne? Also und sehr spritzig wirklich. Also ist schwer zu sagen. Also ich würde wahrscheinlich genauso mitkommen wie du, aber das ist knappes Ding für mich, so 51-49. Einfach nur auch deshalb, weil man den Schabern schon, oder besser gesagt, man kennt den Hassan schon von Octagon, ist auch gewohnt vor so, sag ich mal, viele Zuschauer zu kämpfen. Dann heimische Publikum kann auch einiges bewirken und er wird sich sicher beweisen wollen. Er hat jetzt zwei Siege in Folge, einmal gegen Gunjala, einmal gegen Fiala. Jetzt kämpft er gegen einen deutschen Junge. Also auf jeden Fall Ich brauche einen Tipp von wird dir. guter Kampf. Und hier würde ich sogar behaupten, der wird volle drei Runden und ganz knapp vielleicht Hassan. Okay, dann. Also vielleicht lasse ich mich von Sympathie auch ein bisschen leiten, aber ich denke, Kevin wird das über die 3 Runden machen. Also, man darf nicht vergessen, Kevin ist in seinen Pro-Kämpfen noch nie über die erste Runde hinaus, ne? Entweder, also alle 3 Siege vorzeitig in Runde 1, aber auch die Niederlage in Immer. Runde 1. Aber ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es auch 3 Runden geht. Und ich bin ein Ticken vielleicht für Kevin, vielleicht auch wegen der Sympathie. Wir werden es sehen, aber es wird, glaube ich, Ja, also also du, echt ey, mit geiler Kampf. Sympathie, du weißt, mit Kevin sind wir dicke, ne? Also das ist auch natürlich jetzt blöd, dass ich jetzt sage, Hassan, aber ich sag dir mal einfach, für mich, ich rede hier ohne Maske, also ich brauche das nicht. Und sage ich einfach, vielleicht wegen Erfahrung, dass er das Hassan schaffen konnte. Und vielleicht war der auch in Vorbereitung, vielleicht war das für ihn länger im Gespräch, weil wir haben heute gesehen, Kevin hat vor ein, zwei Tagen ein Angebot bekommen, hat er gepostet, in 20 Minuten akzeptiert und dann so ein exklusiv quasi Vertrag bei Octagon abgeschlossen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es wird halt entscheiden, wie gut der Kevin für diesen Kampf vorbereitet ist, weil Hassan Shaban, da muss sich schon vernünftig vorbereiten, ne? Und das ist Short Notice. Deshalb bin ich sehr vorsichtig bei sowas. Yes, Also, dann machen wenn ich das Geld wetten sollte, sage ich mal, ne? wir. Ich würde sagen, wir machen weiter. Und zwar, der Kampf zwischen Dulatov und Taibi fällt nämlich aus. Dulatov hat wohl einen Bandscheibenvorfall, das ist nur dazu zur Erklärung, deswegen findet der Kampf nicht statt. Scheiße. Und machen weiter mit Vahid Najand gegen, wer ist denn der Vorname der Kerl? Max Max Handanagic? Handanagic. Genau. Ohne Witz, ich habe von ihm vorher noch nie gehört, auch wenn er ein paar Kämpfe schon bei Octagon gemacht hat. Aber Vahid kennen wir Und natürlich von auch. seinem Kampf gegen Bachnik. Das war ein brutaler Kampf, wenn man ehrlich ist. Über die vollen 3 Runden auch knapp gewonnen. Ja, erzähl mal was über den Handanagic. Wie schätzt du den Kampf ein? Über Handanagic haben wir schon auch, glaube ich, 2 Folgen zurück mal ein bisschen gesprochen. Der Ja, hat schon auch stimmt. mal in Deutschland gekämpft, bei Will of MMA, und der hat halt, glaube ich, sogar seine MMA-Premiere in Deutschland absolviert. Genau, Will of MMA 25 gegen Ömer Solmaz, sein erster Kampf. Und ja, Will of MMA, und was hat er da?
in Deutschland. Ne, nur Will of MMA tatsächlich. Dann Octagon 31 kämpfte er gegen Dennis Farkas. Dennis Farkas ist auch so ein Fighter gewesen, der von Stand-up-Szene gewechselt ist zu MMA, hat nicht funktioniert. Dann Niederlage gegen Václav Holota, war auch ein toller Kampf, aber verloren durch Rear-Naked Choke. Letzter Kampf hat er gewonnen gegen David Jakobsson bei Octagon 38. Und jetzt gegen Wahed Najand sehe ich das ziemlich dunkel für den Handanagic, um ehrlich zu sagen. Weil der Wahed, wenn er gesund ist, sage ich extra, wenn er gesund ist, dann wird er uns auf jeden Fall eine Schlägerei liefern, so wie man es gewohnt ist. Ne? Wir wissen, sein Trainer wünscht sich was anderes, aber der Wahed geht einfach all in jedem Kampf. Liebe Grüße gehen an Abeku raus. Aber Ja, ich ich freue traue mich dem Wahed wieder auch einfach Abeko zu mal sehen. den Sieg. Ja, Mann, Abeku ist einer der korrektesten Typen überhaupt in diesem Game. Und er sagt ja auch Wahrheit in Augen, ne? Was er auch mir sagen musste wegen ein, zwei Sachen. Und das haben wir natürlich auch sehr schön ausdiskutiert. Und das Leben geht natürlich weiter, so muss es auch funktionieren. Aber zum dem Kampf, Wahrheit. Ich glaube, er ist auch ein komplexerer Fighter als Handanagic, würde ich tatsächlich behaupten. Und Ja. ich glaube, Wahed hat eher so Stärke auf dem Boden und so dieses Ringen. Eher als Stand-up, aber trotzdem Stand-up kann das sehr gut. Jeden Kampf startet in Stand-up und ich glaube, hier wird auch vorzeitig gefinisht. Ja, geh ich tatsächlich mit. Ich denke, weil wird das, keine Ahnung, so Rear Naked Choke mäßig, vielleicht so wie damals gegen Tomasz Langowski machen und ihn überrollen. Deswegen gehe ich da auf jeden Fall auch mit weit Nijan mit. Und ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit einem Kampf, wo ich tatsächlich, sagen wir unter Vorbehalt, weil ich weiß noch, die Folge kommt am Freitag raus, wir nehmen das am Dienstag auf, ist noch nicht veröffentlicht, aber wir wissen schon etwas, deswegen wir mal gucken, ob es stimmt, sagen wir so. Auf jeden Fall der Kampf von Johnny Palukai, also Rishavi hat sich verletzt, ist ausgefallen, dann ist Pascal Hinson eingesprungen, der ja gegen Holzer kämpfen sollte, und Holzer hat sich ja auch verletzt. Und laut unseren Er ist Informationen krank. jetzt, genau, laut unseren Informationen, wenn das Freitag rauskommt, wissen wir wahrscheinlich schon mehr. Deswegen, wenn wir Quatsch labern, dann ignoriert das einfach. Aber hat sich Hinson auch erkältet oder beziehungsweise erkrankt. Und da springt ein Venezuela ein. Venezuelaner? Heißt das so? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall einer aus Portugiesisch, ich Venezuela. bin Ausländer, ich habe keine Ahnung. Einer aus Venezuela auf jeden Fall, ein 19-jähriger Carol Arteaga, wenn ich das richtig ausspreche, 19 Jahre alt, 5 zu 1, sollte eigentlich am 5.10. gegen Roman Paulus kämpfen bei PML, springt jetzt anscheinend ein. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Wenn wir Quatsch labern, ignoriert es, wie gesagt. Auf jeden Fall, das ist der neue Gegner für Johnny Palokai. Erzähl mal, was sagst du zu dem Ganzen hin und her? Ey, für Paloka ist schon mal auf jeden Fall eine blöde Situation, ne? Weil er muss sich innerhalb einer Woche für drei verschiedene Gegner einstellen. Der Venezuelaner oder wie das auch immer heißt, kommt jetzt ganz plötzlich. Kein Mensch kennt ihn tatsächlich, ne? Also 5 zu 1. Naja, ey, Johnny Paloka ist einfach mal ein guter Kämpfer. Ich glaube, wenn da einer so shortnotig einspringt gegen ihn und ich glaube, der wird einfach den Typen besiegen. Mit allem Respekt, aber Short Notice 5 zu 1. Es sieht erstmal so sch schön aus. Ich hoffe mal, es wird auch ein Gegner, sage ich mal, wenigstens Augenhöhe. Ne? Ja. Aber da kann ich schwer glauben, dass man so auf die Schnelle jemanden für Johnny Palokai findet, der wirklich auf dem Niveau ist. Mit Pascal Hinzel könnte ich mir wirklich einen ausgeglichenen Kampf vorstellen. Möge der bessere gewinnen. Hier würde ich einfach Palokai favorisieren. Und zum Schutz von den ganzen Jungs, die jetzt gerade krank sind, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob du das in deinem Umkreis irgendwie mitbekommen hast, Julian, aber es ist wieder eine richtig miese Welle in Deutschland am Start. Also ich war selber krank letzte Woche. Du musst dir vorstellen, bei 30 Grad habe ich gezittert, Alter. Ich lag im Bett, ich musste mich zudecken und habe so krass geschwitzt, ne? Und dann bin ich aufgemacht, nach einer Stunde mir war warm, ich musste mich fast komplett ausziehen, also das war echt Horror, 2 Nächte.
Und ich habe das Gefühl, so wieder so ein komischer Grippe-Virus ist in Umlauf. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die Jungs viele jetzt auch erkrankt worden sind, ne? Aufgrund auch jetzt die Vorbereitung, Entwässerung und so weiter und so fort. Das Immunsystem ist schwächer. Auf jeden Fall gute Besserung an alle an erster Stelle. Und in diesem Kampf favorisiere ich Gianni Palokai, wenn es stimmt, dass der Kampf zustande kommt. Yes, da bin ich auf jeden Fall an deiner Seite. Ja, du hast eigentlich alles erklärt. Ich weiß nicht, wie wir den Mann aus Venezuela einschätzen sollen. Deswegen gehe ich auf jeden Fall auch mit Johnny, dass er das Ding macht. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Auf jeden Fall. Mit einem Kampf und lass mal dazwischen einfach jetzt den neu veröffentlichten Kampf packen. Cihat Akipa versus Dominik Schober, denn das wurde auch erst gestern veröffentlicht. Yes. Und erzähl mal du erst, was du von diesem Kampf hältst und was du dir von diesem Kampf versprichst. Ey, es ist auch ein geiler Kampf, der so Short Notice überhaupt zustande kommt. Dominik Schober gegen Cihat Akipa. Dominik Schober unfassbar erfahren hat. Jetzt immer noch keinen Sieg bei Octagon, auch wenn er wartet echt lange drauf, aber auch super, super sympathisch. Cihat Akipa hat auch noch keinen Octagon-Sieg, kam mit einer 6-0 dahin, hat jetzt zwei Niederlagen gegen, wie hieß er? Matthew Bonner. Ja, und Ivica Truscek und wartet auch auf seinen ersten Sieg. Es wird, glaube ich, ein ganz geiler Kampf und. Boah, das Ding ist, Schober ist, glaube ich, so ein ganz guter Allrounder. Cihat Akipa ist halt dieser klassische Kickboxer. Und also ich glaube, wenn ich Tipp abgeben würde, würde ich tatsächlich Akipa sogar favorisieren. Ich finde, er sieht sehr, sehr gut aktuell aus, so was ich sehe von ihm. Klar, Schober war auch in Vorbereitung. Er sollte eigentlich am 14.09. in Österreich kämpfen. Aber nichtsdestotrotz würde ich tatsächlich Akipa sogar favorisieren, ja. Was sagst du? Ja, also da sieht man einfach Kampf von zwei unterschiedlichen Typen, würde ich erstmal behaupten. Ja. Aber auch beide sind sie ziemlich ähnlich, weil die sich gerne hauen. Ne? Dominik Schober, er sagt zum keinen Kampf nein. Ich glaube, auch wenn auch wenn Christian Jung zu ihm gesagt hätte, wo sein Buddy ist, nein, mach das nicht, das ist nicht gut für dich, dann Schober sagt, genau, ich mach das einfach, so weißt du, so nach dem Motto. Aber Dominik möchte bei Octagon kämpfen, das ist einfach klar. Deshalb nimmt er jede Herausforderung an. Ich würde sagen, es ist kein perfekter Matchup für ihn, weil er kriegt hier einen Stand-Up-Fighter, also ne, wirklich einen guten Stand-Up-Fighter, der mit besserer Reichweite und auch, sage ich mal, etwas jünger als Dominik. Ne, also bei Ich meine, das ist jetzt nicht böse, ne? Aber der Cihat ist ja gerade mal, wie alt ist der? 25, 26? Ja, so in dem Dreh, ja. So, und Dominik ist, okay, der ist in meinem Alter. Also Dominik, du bist ein junger Kerl, du rasierst ab, also keine Sorge. Nein, ich dachte, er ist etwas älter. Also du, schwer zu sagen. Also man sieht, dass ich mich hier drehe, ne? Möchte ich nicht machen. Ich würde mal sagen, ich will nicht sagen 50-50, deshalb sage ich, glaube ich, an Dominik Schober. Okay, interessant. Wie gesagt, ich bin dabei eher bei Akipa. Wie gesagt, ein geiler Short-Notice-Kampf. Aber ich geiler Kampf. Ja. Von daher finde ich es sehr, sehr nice, dass der Kampf zustande gekommen ist. Machen wir weiter mit Jaime Cordeiro gegen Milan Datalinka. Und ich bin mir, guck mal, bei dem letzten Kampf zwischen Cordeiro und Schober war ich mir so sicher, dass der Kampf nicht über die Punkte geht. Genau, der ist natürlich über die Punkte gegangen. Also, wenn dieser Kampf über die volle Distanz geht, zwischen Cordeiro und Datalinka, wirklich, dann, keine Ahnung, dann hören wir mit diesem Podcast auf. Dann ja. Sagen wir es dann. Wir mischen dann, das. Nein, Alter, du dann ist vorbei. Lass dir tätowieren, Jakob hat recht gehabt oder so. Ganz einfach, ist dann, besser. Nein, wir machen einen Deal, okay? Wir machen jetzt einen Deal. Wenn dieser Kampf nicht über die volle Punktzahl geht, über die volle Runden geht, so ich kann nicht mehr reden, wenn dieser Kampf nicht über die volle Runden geht, dann werde ich mir so ein Octagon, ich werde mir hierhin wie Philipp Harburger ein Octagon-Tattoo tätowieren lassen. Wir machen das jetzt. Oder was schlägst du vor? Sag was anderes. Du bist krank, Alter. Ey, dieser Kampf wird nicht über die Volldistanz gehen, niemals.
Nein, der wird nicht. Nein, 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 nein. Also da brauchst du dir keine Sorgen machen, Julian. Du wirst auch keine Tattoo, glaube ich, tragen müssen von Octagon. Außer du möchtest ihn von GMC dir stechen lassen. Also das wäre eine Nein, interessantere. Ne? Also wir machen keine Dings hier, Tattoos wetten. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube auch, dieses Kampf wird nicht länger als eine Runde dauern und wird mit einem Knockout enden, weil beide haben Knockout-Power, beide sind Hauer und Milan Datelinka habe ich, glaube ich, einmal in meinem Leben, lass mich mal nachgucken, vielleicht in zweiter Runde gesehen. Denn Ace, entweder hat der in erster Runde gefinisht oder wird er gefinisht, wenn ich mich richtig Naja. erinnere. Nun, meine Und vor allen Tapology Dingen, funktioniert gerade. beide haben Andrei Raschka in unter 30 Sekunden besiegt. Also. Ist eine Messlatte, ja? Andrei Raschka ist eine Messlatte, Alter. Ich glaube So 14 geil. Sekunden und Also, 22 warte mal Sekunden. ganz kurz. Also, erste, also Runde 1, Runde 1. Ey, gegen Dominik Humburger, tatsächlich hat er in Runde 2 geschafft. Und dann wieder Ja. Avramovic Runde 1, Vemola Runde 1, Hoscek Runde 1, Mikulaschek Runde 1, Brosch Runde 1, Salchak Runde 1, Marko Kisic Runde 1, Lasek Runde 2. Okay, krass. Also er war zweimal in seiner bisherigen Karriere in Runde Krass. 2 und das zwar von 17 Kämpfen. Also dieser Kampf wird in erster Runde enden mit einem KO, Muss. TKO. Muss, muss, muss. Und? Okay, aber wer gewinnt, Julian? Jamie macht das. Jamie macht das. Ja? Ich würde auch Jamie ist der sagen. viel, Jamie Ja. ist der technisch viel, viel bessere als Satalinka. Wenn ich mir Datelinka ein paar Sachen ansehe, also ich bin mir so sicher, dass Jamie technisch vor allen Dingen Er ist besser nicht ist. schlecht. Das Aber das Ding ist, bei solchen Hauern, sage ich es einfach mal, reicht ja ein Schlag so. Von daher ist es schwer, aber ich denke, ich gehe mit Jamie tatsächlich, ja. Ja gut, aber du musst auch die Schläge einstecken können. Ne? Und was Ja. ich denke, der Jamie Cordero kann eher mehr einstecken als der Telinka, auch wenn der Telinka ein richtiger Hooligan ist von Slovan Bratislava und schlägt sich irgendwo am Akan. Ne? Trotzdem glaube ich, Jamie Cordero wird diesen Kampf vorzeitig gewinnen. Und zwar durch eine mächtige Rechte. Yes, sehr, sehr, sehr gut. Dann machen wir weiter. Boah, ich würde. Es müsste das Co-Main-Event eigentlich sein. Weil Holzer gegen Hinzen fällt aus, Poppe gegen Montanek fällt aus. Dann machen wir, ich würde sagen, mal mit dem Co-Main-Event weiter zwischen Niklas Stolze und Mateusz Matus Kohut. Ja, also ich sag mal so, eigentlich, wenn alles normal läuft, müsste es ein Must-Win-Kampf sein für Niklas Stolze. Aber ich sag mal so, check mal gerne das Interview auch aus, was Jakob mit ihm aufgenommen hat. Das Ding, Yes. und ich meine, man darf nicht vergessen, Stolz war jetzt in Amerika trainieren mit den Besten und so weiter und so fort. Aber was ich mir so die letzten Tage so überlegt habe, ist so dieses Mentale da, so, weißt du? Weil nach seinem letzten Kampf, Ja, man hat ist schon es. gesehen, man hat so nach dem letzten Kampf gesehen, es war schon gebrochen aus, so sage ich mal. Und einfach, aber ich kann mir vorstellen, er ist maximal motiviert wieder für den Kampf. Was ich Ja, so Mann. gesehen habe an Trainingssachen und so. Und Kohut ist eigentlich mehr als schlagbar, wenn man ehrlich ist, oder? Kohut ist kein einfacher Gegner und ob der Niklas motiviert ist, also das Interview ist noch nicht raus, es kommt dann quasi morgen, heute haben wir Dienstag, also am Mittwoch kommt das Interview raus, Also das ist es muss schon das nur noch raus, mal kurz wenn wir es hören. zurechtschneiden. Dann wird schon raus, aber meine ich ja, du hast es auch noch nicht gesehen und ich sage, der Niklas ist in seinem Kopf einfach komplett abgeklärt. Er hat seinen Wohnsitz geändert, er wohnt jetzt in Zypern mit seiner Family. Seinem Hund geht das gut, das ist wichtig für ihn. Das hat er mir auch außerhalb Kamera erzählt oder glaube ich sogar auch im Interview, dass der Hund kurz vor dem Kampf mit Kertész irgendwie erkrankt worden ist und 5 Tage vor dem Kampf musste er notoperiert werden. Und wer Niklas Stolze kennt, er ist sehr, sehr, sehr stark gebunden an diesen Hund. Und für manche Leute ist es nur ein Hund, ne? Aber das ist wie ein Familienmitglied, also das darf man nicht vergessen. Das ist echt heftig. Der ist jetzt auf jeden Fall bestens eingestellt in seinen Kopf. Er meinte, er hat sehr gute Vorbereitungen gehabt. Er war in Extreme Couture, hat sich da mit allen möglichen vorbereitet, wie zum Beispiel Sean Strickland. Ne? Hat mit ihm auch Sparringrunden gemacht und sonstiges, wirklich mit den besten Leuten aus USA, ne? Weil da in Extreme Couture trainieren jetzt halt sehr viele von PFL, Bellator, UFC und so weiter und so fort. Matusz Kohout und seine
Stärke ist halt das Thai-Clinchen. Ne? Das kann der wirklich sehr gut praktizieren in MMA. Er kann sich sehr gut an den Gegner binden und ihm einfach so müde machen und bearbeiten. Und am Käfig ist er auch verdammt stark und verdammt gut. Letzten Kampf war zuletzt in Frankfurt. Ne? Oktagon gegen Islam Kapilaev, hat sich auch einen Sieg geholt. Und jetzt kehrt er wieder nach Deutschland, um den nächsten Deutschen, sage ich mal, zu schlagen. Aber ich glaube, da wird er einfach mal mit leeren Händen nach Hause gehen, weil Niklas, denke ich mal, ist richtig, das ist so ein Kämpfer, der schwebt unter dem Radar, weißt du? Er ist eigentlich hier, aber die Leute nehmen ihn hier so wahr. Also er ist wirklich, meine ich so von Können und von allem drum und dran, ist er deutlich, deutlich, deutlich drüber, als man ihn einschätzt. Und ich glaube, er wird diesen Kampf vorzeitig gewinnen. Yes, ja, du hast eigentlich alles wichtig gesagt. Ich gehe da auch eigentlich vollkommen mit, ja. Also ich denke auch, Niklas wird das Ding vorzeitig machen, ja? Sorry, wir hören uns ein bisschen verspätet, aber ich wollte nur noch mal sagen zu Matusz Kohut, ne? Der Niklas hat mir erzählt, der hat das irgendwo im Video gesehen oder wurde ein E-Video von Octagon gepostet oder so, oder keine Ahnung. Und da hat der Patrick Kinzel einfach mal gesagt, hey, der Matusz ist brutal auf dem Boden. Also ich habe wirklich Probleme, ihn irgendwie auf dem Boden zu kontrollieren. Ne? Und dann habe ich mit Niklas gesprochen und habe ich gesagt, hey, das ist völliger Quatsch, Alter, das kann nicht stimmen. Also der Kinzel hat keine Probleme mit Wemol auf dem Boden, wie soll der mit dem Kohut Probleme auf dem Boden haben? Also er meinte so, ja, die möchten mich einfach nur verarschen, Alter, und so. Ne? Also Niklas, also komplexer Fighter, erfahrungstechnisch sind die beide auf dem fast selben Niveau, ne? 20 Kämpfe versus 18 Kämpfe. Trotzdem, Niklas Stolz, Riesenfavorit, und ich glaube, der wird diesen Kampf packen und gewinnen. Und ey, das ist sein dritter tschechischer Gegner, ne? Der möchte den vierten haben, David Kozma, nach dem Kampf, wenn er gewinnt. Das wäre ein geiler Kampf, aber erstmal muss er diesen Kampf gewinnen. Das ist, glaube ich, ich denke mal, das Co-Main-Event, und ich würde sagen, wir kommen zum Main-Event. Lom Aliasgiev gegen Ivan Buchinger, ein absolut geiler Kampf, absolut hochklassig, vor allen Dingen auch technisch. Ein Kampf, also den man wirklich selten auf deutschem Boden hat, von so einem hohen Skill, mit so einer riesen Erfahrung, einfach ein Buchinger, über 40 Kämpfe oder sowas. Ein Lom, der schon bei KSW, bei ACA gekämpft hat, die besten Leute geschlagen hat, und es ist ein würdiges Main Event auf jeden Fall, und ich freue mich unfassbar. Es wird, glaube ich, so ein geiler Kampf. Es wird ein geiler Kampf. Ich habe auch mit Lom Aliasgiev ein Interview gemacht. Das ist ein super sympathischer Kerl. Ich schwöre dir, ich habe das auch im Interview gesagt. Also ich glaube, du und Ivan, ihr seid das beste Werbung für die deutsche MMA-Szene, für die MMA-Szene und MMA-Sport an sich. Beide respektvoll. Beide sind sich bewusst, dass der Gegner einfach ein krasser Motherfucker ist, der den anderen einfach in wirklich in ein paar Sekunden finishen kann. Und also ich freue mich unglaublich auf diesen Kampf. Ne? Ich kann mir nicht ausmalen, wie dieser Kampf ausgehen sollte. Lom hat im Interview gesagt, ich glaube, wir können uns auf 5 volle Runden freuen. Also ich glaube, die werden beide Luft dafür haben. Ne? Aber absoluter Meisterklasse, was wir da in Oberhausen zu sehen bekommen, was das Main Event auch angeht, absolut krank. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Julian, die Prediction. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich bezweifle, dass das Ding volle 5 Runden geht, wenn ich ehrlich bin. Ich bleibe auch bei meiner Sache, die ich schon mal letztens gesagt habe, als der Kampf veröffentlicht worden ist. Ich denke, Lom wird Ivan Buchinger tatsächlich in der ersten Runde überrollen. Ich weiß nicht warum, aber guck mal, also das, Gott, ja, ich weiß, ey, ich weiß, du, ich weiß. Du kriegst so einen Nackenklatsch. Benu, ey, wage einfach, guck mal. Diesen Wortwahl, überrollen, Alter, ich bitte dich, wie oft lass hast du das überrollen gesagt? Entspann dich doch mal einfach. Ich sage mal gerade, die beiden reden respektvoll, Alter, voneinander, und du sagst, der wird ihn überrollen in der ersten Runde. Alter, Schwede, lass mich meinen Grund nennen. Ich habe nämlich meine Gründe. Guck mal, das Ding ist, ein Mann wie Ivan Buchinger, bei allem Respekt, in seinem Alter, sag ich mal, in seinem Kämpferalter, finde ich einfach dieses Pensum an Kämpfen extrem. Guck mal, wann hat er das letzte Mal gekämpft? Vor 6 Wochen oder sowas? Nicht mal. Ja. Und ja. Das Ding ist, ich hab mir diese Octagon Inside Videos angeguckt, und so, wie der Trainer so meinte, so ey, so er hat sich eine Woche Auszeit genommen, und jetzt ist er wieder im Training, und er ist zwar in seiner Form seines Lebens,
so, aber so diese kurze Zeit und sowas. Und ich dachte mir so, also gegen Rajewski sah er super aus. Da sage ich gar nichts gegen. Also das war eine brutale Leistung für das Alter, für dieses Pensum. Ich meine, er war in super Shape. Aber man darf nicht vergessen, Dom Ali Askew in seiner absoluten Prime. Und er hatte, sage ich mal, die genügende Pause zu seinem letzten Kampf. Und deswegen, bei allem Respekt, okay, ich formuliere es anders. Ich denke, Lom Ali Eskir wird Ivan Buchinger in der ersten Runde finishen. Meine Meinung. Alles gut, deine Meinung, das ist doch nicht schlimm. Also ich glaube auch tatsächlich, dass der Lom Alieskiv bessere Chancen hat in diesem Kampf, auch wenn er über ein Jahr nicht gekämpft hat. Muss man auch bedenken, dass da ein Jahr Pause eingelegt worden ist, weil da sind ihm bei KSW, so wie er das halt im Interview gesagt hat, einige aus dem Weg gegangen, da würde zu viel Politik getrieben. Aber weißt du was, Julian, du vergisst immer noch den Ivan Buchinger, was er noch kann. Wie oft musstest du dich schon überzeugen lassen, dass es auch trotz seiner Jahren, sein Alter, ein sehr guter Kämpfer ist auf dem höchsten Niveau in Europa. Also du musst dich öfters, sage ich mal, Werden Sie sehen. überzeugen lassen. Ja, wir werden sehen, aber du musst einfach den Wortfall manchmal besser formulieren, ne? Ja, Weil es ist, guck überrollen ist mal. schon ein bisschen. Nee, es ist ja nicht abwertend gemeint oder so. Es ist einfach so, wie ich diesen Kampf sehe, bei allem Respekt. Ich weiß, Ivan Buchinger ist immer noch ein High-Level-Fighter, aber ich meine, wir haben meiner Meinung nach einen Lom, der in seiner Prime ist, und einen Ivan Buchinger, der, sag ich mal, langsam alt wird. Klar, immer noch Top-Leistung. Und deswegen denke Oder ich, der Lom wieder wird in das sein machen. Prime ist, kann auch sein, oder? Ich lasse mich gerne überzeugen. Ich lasse mich wirklich gerne überzeugen. Ich habe nichts dagegen. Also, ich glaube, wir werden hier einfach ein hochklassiges Kampf sehen, wo ich auch tatsächlich den Lom Alieskiv favorisieren würde. Aber da du mich so ein bisschen jetzt aufgeregt hast und ich mit dir ein bisschen spielen möchte und zocken möchte, Okay. sage ich einfach, dass der Ivan Buchinger gewinnt, auch wenn ich glaube, dass der Lom Alieskiv höhere Chancen hat. Ich gehe einfach mit Buki. Okay. Genau. Ist Einfach so, das um dein zu Fi tippen. Ich sag, Ist ja, das dein meine finales finalen Ding? Entscheidung, Buki. Richtig. Okay. Okay, interessant. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Also wie gesagt, Aber ich nichts. sage mal, Warte. ich möchte das nicht rechtfertigen oder so, aber ich sehe da trotzdem, dass der Buki, ich sehe da trotzdem Chancen, dass der Buki gewinnen kann. Ey, Chancen sind auf jeden Fall da. So, wie gesagt, ich lasse mich auch gerne überzeugen. Ich habe ja nichts gegen Ivan Buchinger, auch wenn ich das immer so anhört und so. Aber ey, der Typ ist ohne Witz einer der sympathischsten Leute, die ich so backstage auch gesehen habe. So, auch mit dieser Sache mit seinem Sohn und allem drum und dran. Ey, ich feier das. Er ist so ein sympathischer Kerl. So ein auf dem Boden gebliebener. Deswegen gar kein Disrespect gegen ihn oder sowas, aber ich sehe halt einfach Lom deutlich, deutlich stärker aktuell, und von daher, hey, ich lasse mich auch gerne überzeugen, von Es sind daher. einfach sehr viele Aspekte bei diesem Kampf, wo mich halt so unsicher machen. Ne? Zum Beispiel Lom, wie gesagt, ein Jahr war der nicht da. Der Buki hat in diesem Jahr 1, 2, nee, warte, 1, 2. Also er hat in dieser Zeit drei Kämpfe absolviert. Einmal gegen Paradeiser, einmal gegen Surian, ne, dieser Kampf, das war ein Mismatch, und einmal gegen Rajewski. Nächster Punkt ist, wie fit sind die beiden? Wer ist verletzt? Wer ist gesund? Da wird sich einiges noch zeigen, aber wir werden am 7.9. erstmal wissen. Julian, du wirst ganz sicher eine schöne Grafik machen. Ne? Ich freue mich schon auf die ganzen Leute, die sagen: Ja, wie könntest du sagen, nochmal DSG wird verlieren? Okay, ich würde auf jeden Fall ein bisschen Hate bekommen, aber ich bin okay damit. Alles klar, ich würde sagen, damit schließen wir auch Octagon ab. Wie gesagt, 7.9. am Samstag, kommt einfach vorbei, es werden geile, geile Kämpfe. Holt Ja, euch da Mann. unbedingt noch ein paar Tickets, wenn ihr in der Nähe seid. Oder holt euch meinetwegen das Pay-Per-View, es wird ein verdammt, verdammt geiles Event. Uns seht ihr da natürlich auch rumturnen in der ersten Reihe und ein paar Stories machen. Nein, natürlich nicht. Wir werden natürlich unsere ganz normale Arbeit machen, ein paar geile Post-Fight-Interviews machen. Ich bin auch schon freitags da und ihr werdet mich ein paar coole Fragen stellen hören auf der Pressekonferenz. Also verpasst das auf jeden Fall nicht. Kommt vorbei, guckt euch das an. Und ich würde sagen, damit schließen wir auch das Thema Octagon ab. Denn wir haben ein paar andere Sachen noch am Wochenende außer Octagon tatsächlich, ja.
Und ich würde sagen, wir kommen auch zu GMC 39 in Gelsenkirchen. Dort ist nämlich auch eine Veranstaltung. Tatsächlich, es ist tatsächlich sogar eine sehr, sehr ja, interessante Veranstaltung. Ein paar coole Kämpfe. Zum Beispiel ist da der Schwergewichtskampf zwischen, oh mein Gott, die Musik ist gerade angegangen, zwischen Al-Khabbaz gegen Djurcevic um die, ja, Heavyweight, um den Heavyweight-Gürtel von GMC. Und für mich der interessanteste Kampf, glaube ich, auf der Fightcard ist ein Kampf im Bantamgewicht zwischen Ali Gündüz und Amiri. Ich glaube, warte mal kurz. Ich glaube 5 zu 1 gegen 4 zu 0, wenn ich mich nicht täusche. Ist auch ein geiler Kampf. Da haben wir auch Lorena Cubero auf der Fightcard. Wir haben Adrian Zeiten auf der Fightcard, Christina Breuer. Also sind schon ein paar gute Kämpfe, muss man wirklich sagen, ja. Ja, Mann. Also die Kubero, die kämpft gegen eine Gegnerin in Saf Alavia aus Bulgarien. Und die hat schon mal zum Beispiel auch gegen Veronika Smolkova gekämpft, ne, bei PML übrigens. Genau, dann haben wir da, ist der Kampf noch aktuell? Die Kamila Shimkova versus Ruby Mesu. Also bei Tapology steht das noch. Die Ich glaube Shimkova ja, ich kenne ich glaube von ja. RFA. Ich Von glaube, wenn ich mich RFA nicht 2 täusche. zu 2 gegen 0 zu 2. Ruby Mesu, gegen wem hat sie gekämpft? Gegen Christina Breuer. Ach, stimmt. Korrekt, gegen Christina Breuer. Ja, und die Christina Breuer, die kämpft da gegen. Na, jetzt finde ich das nicht. Mann, ey. Gegen Eine Sousa in. Brasilianerin, ne? Ja. Sousa. Yes, Was yes, ist das für yes. Gegnerin? Was weißt du? Was kannst du sagen zu der Sousa? Kann man da was sagen? Hast du die angeschaut oder? Guck mal, ja, jetzt erwischst du mich hier kalt auf frischem Fuß. Ich wusste, dass du das machst. Ich Ja, muss, egal, ich muss. also. Ich guck jetzt live nach. Wir überspringen jetzt hier nichts. Lass mich gerade einmal gucken. Yes, mach das. Christina Breuer. Wie heißt ihre Gegnerin genau? Weißt du das? Sosa. Ja, super. Es gibt wahrscheinlich 3000 Sousas auf der Welt. Ja, vielleicht um die 1 Million aus Brasilien, Alter, die so heißen Ja, einfach. stark, stark, stark. Warte. Das ist ja bei Topology. Ist nicht mal bei Topology eingetragen. Was ich. Es ist Ja, auf jeden meine Fall ich eine ja deshalb. Brasilianerin. Es ist eine Brasilianerin. Ja, lasst euch überraschen. Guckt euch das gerne an. Wie gesagt, GMC Fight Pass. Ein paar gute Kämpfe dabei auf jeden Fall. Und ja. Könnt ihr euch auf jeden Fall Ey, kämpft da reinziehen. nicht auch der Spirko? Jetzt wurde doch veröffentlicht vor kurzem, ne? Der Erik Spirko versus der Afghane, der gegen Tasso gekämpft hat. Wie heißt der? Sein Name Murtaza, jetzt genau. gerade vergessen. Genau, gegen Murtaza. Das ist zum Beispiel ein Ist cooler auch ein Kampf. guter Das finde ich Kampf. richtig gut. Das finde ich richtig Ja. gut auf jeden Fall. Ja, definitiv. So, oh, warte. Breuer, ja, das steht tatsächlich nicht bei Tapology, ey. Man kann gar nicht mal nachschauen, was es für eine Gegnerin ist. Aber ey, ein Kampf. Dazu müssen wir was sagen. Ja, wir können nicht hier um den heißen Brei reden. Adrian Zeitner versus Severino Neto. Das ist schon mal erwähnt, letztens in unserer, sage ich mal, so eine Stellungnahme zum Vorwürfen von Seite von der GMC. Ja, was sagen wir zum den Neto? Ja, Severino Neto ist halt ein Brasilianer und der hat zuletzt gegen den, ja, sag ich mal, Big Boss von GCP gekämpft und dort innerhalb von, weiß ich nicht, unter einer Minute, glaube ich, sogar verloren. Und der kämpft jetzt gegen Adrian Zaitner, was ich, muss man ehrlich sagen, meiner Meinung nach ein absolutes Mismatch ist. Und deswegen, ich finde es ein bisschen Absolut schwierig, weil kein Adrian Gegner Zaitner ist, für den ja. Zeitner. Absolut kein Gegner. Ja, da muss er einfach Veranstaltungsreihe wechseln. Sorry, aber das ist kein Gegner. Tut mir sehr leid. Weil Also der Neto, der kämpfte schon auch gegen Safa Mosin, wo wir so gedacht haben, hey, was ist das für ein Kampf? Also Safa hatte natürlich gewonnen. Dann kämpfte er gegen Fahim bei letzter GCP. Das war so schon, keine Ahnung. Also wirklich, der ging komplett runter. Jetzt kämpft er gegen Zeitner, gegen einen absoluten MMA-Kämpfer, einen guten, erfahrenen MMA-Kämpfer. Also ich weiß es nicht, was ich von diesem Kampf, um ehrlich zu sagen, halten soll. Das ist absoluter Nee. Mismatch, ja. Ja, ich auch nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr euch jetzt reinziehen wollt, GMC 39 auf dem GMC Fight Pass oder ihr holt euch noch Tickets, wenn es welche gibt. Das dazu, das sollte nicht unerwähnt, ja, unerwähnt geblieben lassen. Nee, ich kann es nicht reden. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, yes. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit einer Veranstaltung in Schweden mit FCR. Findet in Stockholm statt. Das ist, ja, wie gesagt, eine schwedische Veranstaltungsreihe. Das ist die 21. Das Eine ganz 21. gute. Event von.
von denen und dort kämpft im Co-Main-Event Mohamed Walid aus dem Amrani Palace in Oberhausen. Und zwar kämpft er gegen Bilal Tipsaev aus dem Allstars Gym in Schweden. Und ich hatte den Tipsaev gerade offen. Jetzt habe ich ihn irgendwie wieder geschlossen. Und der Um sollte sein. ziemlich krass sein auf dem Boden, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Bilal Tipsaev soll sehr, sehr gut am Boden sein. Steht 6 zu 2. Hat zuletzt. Ah, guck mal. Hat zuletzt gegen Italo Giulio oder Julio gewonnen. Der hat, glaube ich, auch gegen Lascher gekämpft. Gegen Lucas Pereira gewonnen. Ja, bin ich mal gespannt. Der hat nur dort gekämpft, außer. Ah, ne, da hat zwei Kämpfe auch schon bei Brave gemacht. Ja, wie gesagt, er soll sehr gut sein, aber Mohamed Walid ist auch gut. Hat sich zuletzt mit einem guten Sieg zurückgekämpft. Und echt, das könnte ein Kampf auf Augenhöhe sein. Ich bin gespannt. Daumen sind natürlich gedrückt. Definitiv, Wo ja. kann man das eigentlich gucken? FCR, Das ist eine warte. gute Frage, Ist das Fight aber Pass was sogar? Warte ich? mal kurz. UFC Fight Pass, ja. Ja, ne? UFC Fight Pass ist es tatsächlich, ja. Wo siehst du das? Ja, das Ah, sieht man bei doch, hier Topology steht's bei der groß. Ich. Grafik. Ja, ich sehe es. Ja, also UFC, wenn ihr Ja. UFC Fight Pass habt, guckt euch das auf jeden Fall an. Co-Main Event, Auf Mohamed jeden Walid. Fall sehr interessanter Kampf und was man aber auch dazu sagen muss, hat er nicht Mohamed Walid jetzt auch vor kurzem bei Brave unterschrieben? Da habe ich Ja, irgendwas gesehen, eigentlich. oder? Ja, eigentlich bei Brave unterschrieben. Das war auch, glaube ich, mehr oder weniger Short Notice jetzt, mit einer Woche oder sowas. Aber wenn du So, so eine sehr gut. Möglichkeit. Wenn du so eine Möglichkeit Ja. auf dem Fight Pass hast, zu kämpfen im Co-Main Event, dann muss man die auf jeden Fall nutzen. Top. Und wenn er da siegt, ist das auf jeden Fall schon mal ein Statement, ja. Ja, man, Definitiv. definitiv. Also viel Erfolg auf jeden Fall, Mohamed Walid. Die Fäuste sind Yes. gedruckt. Und dann haben wir natürlich noch UFC. Endlich wieder. Letztes Wochenende einfach kein UFC, muss man sich auch mal geben. Und wir haben natürlich UFC. Lass mich diese Fight Card einmal auf. Ach, jetzt habe ich die Fight Card von. Wo ist denn diese Fight Card hin? Ah, hier, UFC. Fight Night, Main Event, Sean Brady gegen Gilbert Burns, 16 zu 1 gegen 22 zu 7. Ein geiler Kampf, muss man wirklich sagen. Da freue ich mich drauf, wenn ich mir den angucke, weil Sean Brady hat zwar die Niederlage gegen Belal Muhammad, aber ist ein sehr, sehr starker, aufstrebender Kämpfer. Ist wieder so dieses alte Garde gegen Youngstars, so ein Kampf. Und ja, mal gucken, wie Gilbert Burns sich wieder präsentiert, aber ich sehe irgendwie Sean Brady schon ein bisschen stärker. So, ist auch junger, aufstrebender Kämpfer, der das. Gehe ich mal stark von aus, dass der das macht, ja. Was sagst du? Ich gehe mit der Erfahrung. Ich gehe mit Gilbert Oh. Burns. Ich weiß nicht warum. Also, Sean Brady ist schon echt sehr krasser Typ, auf jeden Fall. Aber, ey, der Gilbert Burns ist immer für eine Überraschung gut. Und zuletzt hat er mich überrascht, wirklich gegen Khamzat Chimaev mit dem Kampf, wo ich dachte, okay, easy money eigentlich für Khamzat. Aber dann hat er zwei wichtige Kämpfe auch gewonnen. Ich glaube, der hat so wieder so gespürt, ey, jetzt bin ich wirklich wieder in meine Form, jetzt bin ich wieder on top, ne? Neil Magny und Jorge Masvidal besiegt und dann wieder zwei Niederlagen gegen Belal Muhammad und Jack Della Maddalena. Sean Brady ist machbar für Burns, finde ich persönlich. Ja, lassen wir uns überraschen. Was haben wir noch so auf der Fightcard hier? Owen Sam-Preus gegen Ryan Spann. Eigentlich Trevor nichts Peak ist so. ganz interessant. Kai Nelson gegen Steve Garcia könnte auch ein echter Banger werden. Und was haben wir noch? Jessica Andrade ist auch auf der Fightcard gegen Natalie Silva. Ja, sonst ist okay. Also, ja, Also weiß es ich ist jetzt nicht. nichts, warum ich jetzt um, keine Ahnung, um 2 Uhr morgens aufstehen musste, um ehrlich zu Nee. sein. Nee, das auf gar keinen Fall. Ich werde mir, wenn dann das Main Event, vielleicht noch ein, zwei Kämpfe davon später Yes, yes. reinziehen. Und ja, dann war es das eigentlich schon fast, ne? Oder hast du noch was? Eigentlich, nee, eigentlich war es das. Eine Sache, die wir hier nochmal unbedingt erwähnen müssten, aber ich schaffe das, glaube ich, zeitlich einfach nicht, am Donnerstag hochzuladen. Am Donnerstag kämpft er natürlich. Oder hat schon gekämpft, eventuell. Mal gucken, wann wir die Folge raushauen. Vielleicht schaffe ich das sogar am Donnerstag. Mal gucken, ich gebe mir Mühe. Kämpft unser deutscher Felix Klinghammer bei Ares Fighting in Frankreich um den Titel in Weltergewicht. Und wer wird sein Genau, Gegner genau. sein, Julian? Sein Gegner wird der Brasilianer Jefferson Gonçalves sein. Ein ungeschlagener, ja, Brasilianer, 15 zu 0 mit zwei Unentschieden. Ist sein erster Kampf, glaube ich, bei Ares. Wenn ich, genau, ist sein erster Kampf bei Ares. Hat davor bei MMA Series in Kasachstan viel gekämpft, sehe ich gerade. Gegen okay Gegner.
Also auf jeden Fall kein Gegner auf dem Level von Klinkhammer. Zwei Unentschieden in Folge ist auch crazy. Einmal, okay, nee, okay. Es war ein Unentschieden und ein No No Contest, contest okay? wahrscheinlich. Ja. Boah, ich sehe trotzdem gute Chancen für Klinghammer. Also wie gesagt, der Brasilianer hat 4 Siege durch K.O., 5 Siege durch Submission, 6 Siege wie heißt das? Durch Punkte. Ich bin gespannt. Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Wenn ihr die Folge seht, ist der Kampf vielleicht schon passiert. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall bei uns auf Instagram vorbeigucken, denn dort bleibt ihr up to date. Wir werden das natürlich posten. Yes. Und von daher, ich bin gespannt. Ich freue mich, Daumen sind Auf jeden gedrückt. Fall. Yes, Daumen sind gedruckt. Wir können einen deutschen Champion haben im Ausland. Das ist eine große Sache auf jeden Fall. Und deshalb ist auch der Support gefragt. Also Felix Klinghammer, Daumen sind gedruckt, Fäuste sind gedruckt. Und ihr könnt auf jeden Fall auch supporten. Geh mal auf Seite von Ares Fighting bei Instagram und haut ein paar deutsche Flaggen. Da wird sich der Felix ganz sicher freuen, weil man muss so bedenken, ne? Wenn man so jetzt überlegt, du hast gesagt, der Brasilianer hat noch keinen Kampf bei Ares Fighting, und Ares Fighting ist wirklich eine renommierte Veranstaltungsreihe in Frankreich. Sieht man einfach, dass man den Felix wirklich mag, dass der Felix sich zum den Titel durchgekämpft hat, und wahrscheinlich ist da jetzt kein anderer Gegner, sage ich mal, aus den Ares Fighting Reihen da, der ihm irgendwie, sage ich mal, Wasser reichen konnte oder gegen ihn kämpfen konnte. Deshalb holen die ihm einen unbesiegten Brasilianer. Sehr spannender Kampf auf jeden Fall. Ja, okay, Yes. ich glaube, damit können wir auch heutige Folge abschließen. Genau. Ich bedanke mich einfach mal dafür, dass ihr dabei seid, dass ihr euch den Podcast reinzieht. Es freut mich wirklich, über jeden einzelnen Kommentar manchmal zu lesen. Wirklich Menschen, die man nicht kennt, machen einfach Yes. Freude, wenn die schreiben: Ey, ich ziehe mir jede Folge seit mehreren Wochen schon mal rein. Ihr seid cool, es ist informativ, es ist unterhaltsam. Das freut uns, weil das ist eigentlich deshalb, warum wir das machen. Dann muss man sich Dazu? auch Kommentaren durch. Ja. Da, ja, bevor ich, dass ich unterbreche, dazu eine kleine Story, die kann ich noch erzählen, was ich sehr, sehr krass finde, wirklich. Also, und zwar aus meiner Freundesgruppe, kann ich mir jetzt noch erzählen. Und na, jeder, klar, man ist in seiner Freundesgruppe, aber jeder hat natürlich auch so andere Freunde, sag ich mal, weißt du, weil die auch noch andere Sachen machen oder zur Uni gehen oder sonst was. Und tatsächlich, ein sehr, sehr guter Kumpel von mir meinte so, ey, ich habe einen anderen Freund, so der kommt aus Neerosenheim und so und der meint zu meinem besten Kumpel meint so ey so du folgst dem so Julian so ich habe gesehen seid befreundet und so ich kenne den ich gucke immer so die ganzen Sachen und folge den und so und der hat mir das erzählt und ich war so oha das ist schon so krass so Krass. weißt du was ich meine dass so fremde Leute Ja. so. Also klar, wir machen das hier, aber für mich fühlt sich das nicht so an wie so eine Aufnahme, sondern dass wir einfach über so eine Sache quatschen, so weißt du? Und so Ja. meistens, manchmal, ich weiß nicht, ob du das merkst, aber manchmal vergisst man, dass es so am Ende des Tages so ausgestrahlt wird, so weißt du? Dass das jeder Ja. Mensch eigentlich auf der Welt sehen kann. Und so, das ist halt schon krass, so wenn ich so von fremden Leuten höre, ey, ich guck deine Sachen, so ich feiere das übertrieben, was ihr macht und so. Und deswegen auf jeden Fall ein fettes, fettes Dankeschön wirklich an Ja, jeden, Mann. der sich das anguckt, auch jeder stille Zuschauer, der vielleicht keinen Kommentar schreibt oder so. So, ey, wir sind, glaube ich, jedem dankbar einfach. Und das ist Ja. einfach eigentlich Wahnsinn, so wie viele Leute man eigentlich erreicht, so, weißt du? Das ist schon krass. Ja, Mann, definitiv. Aber da hast du auf jeden Fall recht mit dem. Wir unterhalten uns hier so, als würden wir uns einfach so telefonieren. Ne? Ja. Vielleicht ein bisschen passen wir auf bei gewissen Sachen, weil wir haben, sage ich mal, sehr Informationen. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber es ist wirklich so, manchmal vergisst man das einfach, dass es irgendwo online gestellt wird, und wir sind ganz entspannt. Aber ey, kannst du dich, guck mal, lass mal noch mal kurz darüber reden. Kannst du dich erinnern, als wir in Frankfurt waren, glaube ich, bei der dritten Veranstaltung? Und wir sind zum Fighters Hotel gelaufen, und da haben wir einen Typen getroffen, der sich gerade unseres Video reingezogen hat. Ja. Der ist tatsächlich auch bei uns in Gruppe. Liebe Grüße gehen raus. Ich glaube, er kommt aus Leipzig. Und das war auch für mich so ein Moment, wo ich denke mir: Wow, Alter, ne? Also, wir haben gestern über die Fightcard gesprochen, es online hochgeladen am Freitag, und wir laufen zum Hotel am Samstag, zum Fighters Hotel, und da ist einer, der sich einfach unsere Folge reinzieht. Und das Ja. ist etwas, wo ich denke: Alter, ey, richtig cool, ne? Dass wir, gerade ich und du, euch auf dem Laufenden halten könnt. Und man kann sich manchmal einig sein, manchmal nicht, aber am Ende des Tages, wir machen diese saubere Arbeit hier auf YouTube, wir berichten über
deutsche MMA-Szene. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne supporten. Wenn ihr uns seht, könnt ihr uns gerne auch begrüßen. Das ist auch natürlich sehr schön, euch bei Octagon-Veranstaltungen oder NFC oder wie auch immer zu treffen und sagen, hey Jakob, was geht? Hey, kannst dich auf mich erinnern? Ja, natürlich. Ne? So, man schreibt ein bisschen über Insta. Das ist auch eine coole Sache. Und ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Cool. Okay, damit können wir abschließen, ohne viel Quatschen, ohne viel Schnickschnack. Wir sehen uns in Oberhausen und danach sehen wir uns bei nächster Folge wieder. Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke dir, Julian, dafür und wir sehen uns in Oberhausen am Samstag. Wir sehen uns. Ciao, ciao.